Wir begrüßen euch ganz herzlich zur Pressekonferenz der etwas anderen Art. Wir wollten nämlich den Pressevertretern auch ihren Ostersonntag gönnen, haben deshalb die Fragen zugeschickt bekommen und werden die jetzt soweit klären und abarbeiten. Vorher aber noch ein bisschen zur Statistik. Wir erwarten morgen bestes Wetter. Wir erwarten aus Bersenbrück ca. 150 Gästefans. Die Mannschaft ist schon angereist. Ich begrüße hier heute einmal den Trainer Fahad Damech zu meiner Linken und den Kapitän Marc Flottemensch. Herzlich willkommen in Nordheim schon mal. Dankeschön. Dazu unseren Co-Trainer Naji Ghazi. Grüß dich, Naji. Und Hartmut Denecke, unseren Teammanager. Wenn ihr hier unseren Trainer vermisst, Philipp Weißenborn, der hat sich auch noch mal 2 Tage ausgeklinkt im Kreise seiner Familie, noch mal Kraft zu sammeln, wird aber pünktlich zum Spiel wieder da sein. Ich nehme mal an, er wird auch zuschauen, also Philipp, grüß dich, frohe Ostern an der Stelle. Ja, wichtig zu sagen ist noch, wir bitten morgen um eine frühzeitige Anreise. Es wird sehr voll werden. Bitte nutzt einmal den Mühlenanger und einmal den Parkplatz am Lohgraben. Die Information findet ihr aber auch auf unserer Homepage. Die Stadiontore öffnen um 13 Uhr ab. Dann beginnen wir auch mit einem lockeren Rahmenprogramm. Ist wirklich langweilig. Wir haben genug Getränke da, den Temperaturen angemessen. Verpflegung auch. Das wird also funktionieren. Damit steigen wir ein und ich begrüße nochmal erstmal unsere Gäste aus Bersenbrück. Zunächst natürlich die Frage, wie war die Anreise und wie kam es überhaupt auch zu der Entscheidung, schon sonntags anzureisen? Ja, das war sehr spontan für unsere zweite Vorsitzende, glaube ich, ist er jetzt, Wenzel. Ja, genau. Ja, und wollte gerne die Spiele ein bisschen Ruhe und ein bisschen besser vorbereiten, ne? Der spielt Pokal. Und hat er gesagt, da kommt ganz selten sowas für uns, also müssen wir ein bisschen profitieren und die Spieler ein bisschen die Möglichkeit geben, Ruhe, eine gute Atmosphäre, das Spiel zu vorbereiten zusammen. So, ja. Die Reise war gut, war so 2,5 Stunden fahren. Das ist immer mit diesem Stau und so weiter und viel verkehrt und so, aber im Endeffekt gut durchgekommen. Sehr gut. Ja. Ihr wart jetzt schon auf dem Platz. Wie ist der Eindruck? Der Platz ist sehr gut. Ich habe jetzt mit der Bus geredet. Der fällt ein bisschen Wasser, aber es ist so. Aber der Platz ist wunderbar. Eben, man kann sich nicht vergleichen mit unserem Platz. Und es ist sehr schön für die beiden Teams Fußball zu spielen drauf, finde ich. Ja. Ja, vielen Dank für die erste Einschätzung. Dann Marc Flottemensch, uns hat eine Frage erreicht über Instagram, die passt gerade so wunderschön. Okay. Wie ist es denn für die Spieler am Ostersonntag anzureisen? Wie ist das in der Mannschaft angekommen? Seid ihr froh, von den Familien weg zu sein oder ist es schade, das Osterfest nicht zu Hause zu verbringen? Ja, für uns ist es auf jeden Fall was Neues, weil wir das ja sonst eher mit der Anreise direkt am Spieltag machen. Aber wir haben es auf jeden Fall auch positiv aufgenommen, weil man einfach entspannter anreist und wir haben ja auch vor 3 Wochen, als wir hier waren, schon erlebt, dass es auch hart ist, wenn man morgens losfährt, dann um 14 Uhr war es ja da noch spielt und dann auch am selben Tag wieder zurück. Ich glaube, da sind wir so schon besser vorbereitet und deswegen haben auch alle Verständnis dafür gehabt. Inwieweit war das Spiel vor wenigen Wochen, dass ihr ja 3-0 verloren habt, für euch auch lehrreich oder eine Warnung? Ja, eine Warnung brauchen wir, glaube ich, nicht, weil wir wissen, was Nordheim kann. Stehen ja nicht umsonst auch da oben. Es war auf jeden Fall lehrreich, weil wir erstaunlich wenig machen konnten. Waren natürlich mit uns auch nicht zufrieden. Es haben ein paar Leute gefehlt bei uns, aber das müssen wir trotzdem anders lösen und das wollen wir dann natürlich morgen viel besser machen als noch vor 3 Wochen. Ja, dann steigen wir gleich mal ein, vielleicht auch beim 3-0, Naji. Du machst ja auch bei uns die Gegneranalyse. Du wirst wahrscheinlich nach dem Spiel jetzt in der Liga sehr zufrieden gewesen sein. Gehen wir gleich mal in die Vollen. Wie erwartest du den TuS Bersenbrück denn morgen? Also natürlich wird das nicht so ein Spiel sein wie beim 3-0, weil bekanntlich ja Pokal seine eigenen Gesetze hat. Kling! Und beide Mannschaften wissen, dass sie natürlich die Chance haben, ins Finale zu kommen. In Hannover, Eintrittsstadion, ist ja was Besonderes.
Und ich denke mal, beide Mannschaften sind ja auch nicht nur Northeim obendran, sondern auch Bersenbrück ist ja auch einer der Mannschaften, die auch in diesen Top 5 Teams oben ist, was Torschützen angeht und auch die Gegentreffer. Daher erwarten wir ein Spiel auf Augenhöhe. Und am Ende, denke ich mal, werden sehr, sehr wenige kleine Sachen halt die Entscheidung herbeibringen, sage ich mal. Ja, Hartmut, kommen wir mal zu unserer Mannschaft. Wie nimmst du die Jungs wahr, auch nach dem Abschlusstraining? Wie ist die Stimmung? Und spielt es vielleicht eine Rolle, dass wir jetzt dreimal zu Hause kein Tor geschossen haben? Ja, da fasst du ja schon mal tief rein. Also klar ist das, wo wir gerade drüber nachdenken. Aber ich denke, wir haben gerade in den letzten Wochen gesehen, dass immer mehr Spieler zurückgekommen sind. Wir sind relativ komplett. Es sind bis auf Yannick Strüber als Torwart und Grube, alle Mann an Bord. Und von daher denke ich, läuft das schon ganz ordentlich. Wir haben gut trainiert in letzter Zeit, was ich so gesehen habe. Und ja, Stimmungslage ist gut. Also ich mache da keinen Hehl raus. Natürlich wollen wir genauso wie Bersenbrück dieses Spiel gewinnen. Und ich denke, die Jungs werden alles dafür geben und werden sich da reinhängen und werden eine Schippe drauflegen zu den letzten Wochen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, jetzt nicht an den nicht geschossenen oder nicht verwerteten Chancen festmachen, weil erstmal muss man sich im Fußball Chancen rausspielen und das ist uns gut gelungen. Und da mache ich mir keine Sorge, also wir treffen auch wieder die Kiste. Also da glaube ich schon. Das wird schon werden. Ja, kommen wir zur Zuschauerzahl. Wie viele Zuschauer werden erwartet? Wie war der Vorverkauf? Mhm. Und wie sind wir vorbereitet? Also wir haben im Vorverkauf hier in Northeim 450 Karten etwa abgesetzt und in Bersenbrück, du hast schon gesagt, etwa 125, 150, so in der Größenordnung. Ich muss morgen genau die Abrechnung abwarten. Also die Vorverkaufszahl liegt so bei 550, 600. Gut, und unsere Zielsetzung von Beginn an war, das Spiel so aufzubauen und auch so zu bewerben, dass wir auf 1000 kommen, dass wir die 1000 Marke knacken. Und ich bin ja immer noch optimistisch, dass wir aufgrund der Top-Wetterlage, die wir jetzt hier haben und wenn die Leute langsam wieder nach den vielen Feiertagen Langeweile haben und dankbar sind, dass wir mal wieder zum Fußball gehen können, hoffe ich, dass wir die 1000 sicher morgen packen. Ja, dann die Frage nochmal an den Trainer vom TuS Bersenbrück, natürlich genauso. Ich habe gesehen, das Wenige, was ich gesehen habe von eurem Abschlusstraining gerade, dass die Stimmung sehr gelöst war, sehr locker war. Wie sieht das kadermäßig aus beim TuS Bersenbrück? Stimmungsmäßig und ja, die Stimmung von der Kaderstärke. Ist gut. Wir sind im Halbfinale Pokal. Ja? Das ist eine positive Geschichte. Also wir kommen nicht hier zum Entscheidungsspiel, Abstieg oder ja? Wir kommen hier hin, zum Fußball zu spielen und zeigen unsere Stärke und warum sind wir in Halbfinale gekommen. Stimmung ist gut. Die paar Spiele sind eine vielleicht, es ist nicht sicher zu spielen, aber alle anderen sind fähig dabei sein. Wer ist das? Wird das verraten? Doch, ich kann verraten. Das ist David Leinweber. Der hat letzte Woche auch nicht gespielt. Und, aber wir haben eine gute Alternative. Das ist kein Problem. Dann kommen wir gleich zur spannendsten Pressefrage, die wir zugeschickt bekommen haben vom Portal FUPA aus Bersenbrück. Wer darf ins Tor morgen? Das wird gleich mit einer kleinen Sitzung im Hotel mit den drei Torhüter und werden wir entscheiden, wer geht ins Tor morgen. Gleich. Gut. Wenn du kommst mit, werde ich antworten. Ja, vielleicht machen wir uns noch auf den Weg. Es gibt da ja auch eine sehr gute Verpflegung in dem Hotel, von daher ja. Kommen wir vielleicht noch mal auf den Schnitzel vorbei. Ja. Und die zweite Frage, wurden Elfmeter geübt? Ihr habt ja schon zweimal im Elfmeterschießen gewonnen. Müsst ihr das können? Wir üben nie Elfmeter. Es gibt keine Übung für Elfmeter. Du kannst die Übung Freistöße, Ecken und so, aber Elfmeter kannst du nicht üben. Das übst du in Elfmeter. Wenn der schießt nicht, der Sonntag schießt er nicht, oder was? Und dann hast du 11 Leute, die können nicht schießen. Also lieber nicht. Wer hat sich gewöhnt zu schießen? Sie schießen nicht. Wer ist bereit in diese Situation? Körperlich und seelisch und moral und so. Ja? Da gibt Leute, die sagen, ich schieße. Gibt andere, der hat immer geschossen und sagt, heute schieße ich nicht. Also wir lassen frei, ja. Wer will schießen, schießt. Wer keiner schießt, also ihr habt gewonnen. Das wäre definitiv mal was ganz Neues. Das will keiner. Naji, wie ist es bei uns? Habt ihr Elfmeter geschossen? Nein, haben wir nicht.
Und hat der Kollege auch gesagt, man braucht das nicht zu üben, weil das ist eine Sache, die kommt spontan, guckst den Spieler an, ne? Entweder ist er bereit oder nicht, wie gesagt. Und du kannst so viel üben, wie du willst, nachher sind die Nerven, die halt eine Rolle spielen, und der Mut und der Wille. Und wenn einer sagt, er schießt, dann ist es auch so, dass er dann halt selbstbewusst dahin geht und das Ding auch dann reinmachen möchte, und hoffen, dass er es dann auch reinmacht. Ja, so war es in Runde 1 bei uns. Ich glaube, das war unser schönster Pokalmoment, den wir in diesem Jahr oder im letzten Jahr hatten, als unser Torwart nach Ankündigung den letzten Elfmeter gehalten hat und dann den allerletzten selber reingeschossen hat und das genauso auch vorher angekündigt hat. Das sind natürlich so kleine Randgeschichten, der den Fußball schreibt. Ja. Da hätten wir auch nichts dagegen, wenn das nochmal so passiert. Ich habe jetzt noch zwei Fragen offen. Die eine ist von der HNA in Northeim. Wie findet ihr, dass Hannover der Endspielort ist und nicht ein Finalteilnehmer das Finale austrägt? Dann fange ich mal mit dem Spieler an. Ja, schwierige Frage. Also klar, wenn man im Finale noch ein Heimspiel haben kann zu Hause, ist natürlich immer was Besonderes. Aber ich glaube, dass es in Hannover auch ein schönes Stadion ist. Und es ist nun mal die Landeshauptstadt und wir sind im NRV-Pokal, und deswegen kann man das auch verstehen, dass es dann in Hannover ist. Ich persönlich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde, es ist in Ordnung, und ja, wir wollen natürlich hin und würden uns auch freuen, dann nach Hannover zu fahren. Ihr könnt natürlich auch gerne kommen, wenn wir da spielen. Das überlegen wir uns dann. Ja, Naji. Ja, es ist halt so, das ist ja ein Spiel auf einem neutralen Platz. Und daher ist es schon okay. Hannover liegt auch ziemlich zentral in Niedersachsen. Daher ist es auch ein Kultstadion, halt mit viel Geschichte. Und daher ist es was Besonderes natürlich. Und die Idee finde ich sehr gut, dass es da stattfindet. Ja, da habe ich eine ganz eigene Meinung. Also wir spielen ja den Krombacher Pokal. Wollen wir mal ganz deutlich sagen, der Krombacher Brauerei muss man sehr dankbar sein, dass wir den Hauptsponsor für diesen Wettbewerb darstellen. Ist natürlich auch mit einigen Auflagen verbunden, und über die habe ich mir lange Gedanken gemacht, weil ich auch als technischer Leiter hier für die Anlage zuständig bin. Wo lassen wir unsere ganze gute Einbäcker-Werbung, wo wir ja nur mit Einbäcker zusammenarbeiten eigentlich. Und die kommen gar nicht in den Genuss an dem Tag. Also es ist mir viel, viel lieber, der NFV übernimmt das Ganze, das alles zuzuhängen, oder mit dem Partner Hannover 96 die ganze Werbung, die im Stadion ist, da zu verstecken, zu verdecken und da Krombacher richtig rauszustreichen. Das ist mir viel lieber, wenn das andere machen, als wenn wir das hätten machen müssen. Ganz eindeutig. Ja, ist das meine Meinung auch. Ist das so, richtig so. Oder mit zwei Spielen hin und zurück. Ja. Das ist auch gut für den Verein. Aber es ist so ein neutraler Platz. Für die Spiele ist zu viel in dieser Zeit. Aber es ist für einen neutralen Platz, und in Hannover, finde ich, ist optimal für beide. War eine kluge Entscheidung, ja, des NFV. Ja. Ja, kleine Randnotiz spielt da natürlich auch eine Rolle. Das Bonbon ist ja, dass es der Finaltag der Amateure ist, der bundesweit ausgetragen wird. Das heißt, das Spiel wird in einer Konferenz ja auch bei der ARD übertragen. Am 25.05. Die Anschlusszeit steht auch genau aus dem Grund noch nicht fest. Aber damit werden wir uns ja auch erst auseinandersetzen oder auch nicht auseinandersetzen. In 24 Stunden quasi. Ja, dann noch die große Bitte an alle, die morgen kommen. Seid friedlich, aber seid laut und enthusiastisch, peitscht die Mannschaft nach vorne, verwandelt unser Stadion in einen richtig schönen Pokalhexenkessel. Ich glaube, da haben die Mannschaften richtig Lust drauf, wir haben da auch richtig Lust drauf. Freuen uns sehr auf morgen. Die Tipps spare ich mal an dieser Stelle, das machen wir morgen im Fan-Talk. Und da könnt ihr dann morgen wieder einschalten, kommt frühzeitig ins Stadion. Ansonsten sehen wir uns auch morgen wieder auf Facebook im Fan-Talk. Ich denke mal, so 14.15 Uhr wird es losgehen mit meiner reizenden Co-Moderatorin Nora an meiner Seite. Lasst euch überraschen, was wir da vorbereitet haben. Es wird euch auch ein Halbzeitspiel erwarten. Wir sind gut vorbereitet, wir haben Lust auf das Spiel, genießen jetzt noch ein bisschen den Abend, versuchen unsere Nervositäten in den Griff zu kriegen. Ich wünsche dem TuS Bersenbrück eine gute Nacht in unserer schönen Stadt. Und dann sehen wir uns morgen in Eintracht für Eintracht, euer FC Eintracht.